Moin, moin, liebe Leute. Ein neues Let's Play Projekt steht an. Und weil ich eine faule Sau bin, mache ich das hier nicht alleine. In meinem kleinen süßen Aquarium ist noch jemand dabei. Sag guten Tag. Ein Hallo von eurem Herringway. Da läuft ganz viel Text, den könnte man vielleicht mal vorlesen. Oh, verdammt. Einst, als das Land noch in Finsternis gefangen war, erschlug die Mana-Göttin mit dem Mana-Schwert die 8 Gottbiester, die die Welt in die Verdammnis zogen und versiegelte sie in 8 Steine. Als die Dunkelheit dann verzog, war die Welt erschaffen. Klingt schön. Stimmt. Hat was. Um welches Spiel kann es sich ganz handeln? Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Die Mana-Göttin verwandelte sich in einen Baum und fiel in tiefen Schlaf. Viele Jahre vergingen. Verging. Doch aufgrund einiger, die sich verbündeten, um die Siegel zu brechen, die Gottbiester zu befreien und durch sie an die Kraft der Götter zu gelangen, brechen Kriege aus, ich lese so schnell, und der Frieden scheint verloren. Nee, der Text ist zu langsam. Der Fehler liegt nie bei dir. Das ist eine schmeichelhafte Sache, ja. Also, nimm mich wohlwollend zur Kenntnis, ja. Ich merke schon, es macht sehr viel Spaß, mit dir zu spielen. Wunderbar. Und wir haben noch nicht so mal angefangen. Wir können gerne weitermachen. Es fängt gut an, ja. Herrlich. Ja, ein paar Minuten. Let's play together. Yay. Mana verschwindet von der Erde. Selbst der Mana-Baum hat begonnen zu verwelken. Hat begonnen zu verwelken? Gibt's das? Stimmt das? Es ist halt Fan übersetzt. Ah, so sieht ein Baum aus, der verwelkt. Ja, das sieht man ja selten im Wald. Und Energiekugel. Ja. Und ganz viele Seelen, die wegfliegen oder so. Man weiß es nicht. Bunte Seelen. Epilepsie-Seelen. Wir sind kleine Feen. Tinkerbell, ja. Aber die Szene da, die kommt doch wirklich fast in jedem Spiel vor. Mehrere Feen. Wenn der Kugel irgendwo drüber fliegt, ja. Es macht sich immer gut. Der Vorreiter von Google Earth. Das ist so eine Standardregel, irgendwie Energiekugel im Intro einbauen. Ja, auf jeden Fall. Los. Vor allem, dass immer mehr absterben, so zurückfallen und eine überlebt dann noch. Tada. Bin mir jetzt auch trotzdem nicht hundertprozentig sicher, was das wirklich darstellen soll, aber ja. Ball. Es Ball. Ist, ja, es ist ein Ball. Ein leuchtender Ball. Der macht immer so Twinkel, Twinkel hinten. Das ist der Mana-Ball. Und oh! Fantastisch! Wir sehen endlich, wie das Spiel heißt. Ja, und es ist Secret of Mana 2. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch ein Schreibfehler. Das stimmt doch überhaupt nicht. Es ist nämlich dein Auftritt. Ich kann das Wort nicht. Wie heißt es im Original? Es ist Seiken Densetsu Teil 3 dann wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, weil wir hatten uns darauf im Vorfeld geeinigt. Also die Secret of Mana-Geschichte ist so ein kleines bisschen schwierig und verworren. Ich glaube, das Intro fängt jetzt nochmal von vorne an. Ich habe das Ganze mal so überspringen. Die unglaubliche Macht. Die Geschichte ist so ein kleines bisschen verworren irgendwie. Also meines Wissens nach ist der erste Seiken Densetsu Teil das hierzulande bekannte Mystic Quest, welches auch für das Super Nintendo erschienen ist und damals ein sehr schönes Rollenspiel war. Also für alle Leute, die irgendwie Fans von Rollenspielen sind, die können es gerne mal antesten. Es lohnt sich oder so. Und danach kam das uns allesamt bekannte Secret of Mana, was wir alle kennen und lieben. Genau. Was man mit mehreren Leuten spielen konnte und was verdammt viel Spaß gemacht hat. Und irgendwann danach kam eben jetzt Seiken Densetsu 3, beziehungsweise Secret of Mana 2, was allerdings nie hierzulande herauskam. Und deswegen ist das so ein kleines Novum, was wir hier überhaupt spielen. Genau. Also, Schande über Square Enix oder Square. Ja, dass sie das nicht herausgebracht haben. Genau. Man versteht es nicht, man kann es nicht nachvollziehen, aber... Naja gut, der Stil ist halt doch schon sehr asiatisch, würde ich mal behaupten. Also zumindest was jetzt hier so die Optik der Grafiken angeht. Aber man kann es ja auch hier mal sagen, Übersetzung von Special Man und Lavos Spawn Ryu Fioso Reaper Sick The Madman 13th and Nina? Nina. Die Nina, die hat immer den Kaffee gekocht. Das war der Praktikant im Team. Aber vielen Dank an die netten Leute, die das Spiel übersetzt haben und somit auch uns zugänglich gemacht, denn Japanisch kann nicht schlecht. Schlecht bis gar nicht, eher gar nicht. Und ich drücke mal hier ein neues Spiel. Ja. Und das hier ist jetzt halt das Besondere an dem Spiel. Man kann sich nämlich Charaktere im Vorfeld aussuchen. Und je nachdem, welche Charaktere man dann nimmt, ändert sich auch die Story. Was, finde ich, eine
extrem geile Idee ist und selbst für so ein altes Spiel, also gerade bei so einem alten Spiel, eigentlich schon was Besonderes. Weil das ist ja doch schon eine Menge, die dann auf einen zukommt bei 6 Charakteren. 6 verschiedene Storylines. Also die Frage, wie weit sich das dann tatsächlich storytechnisch so entwickelt. Also ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, dass es dann tatsächlich praktisch 6 verschiedene Geschichten in dem Spiel jetzt gibt, aber... Also ich denke mal, dass die Intro-Story bei jedem anders sein wird. Und es gibt auch immer diese Nacherzählungen von den Charakteren, wenn sie auf einen treffen, was mit ihnen passiert ist, warum sie, was ihre Intention ist, da jetzt loszurennen. Mir fällt hier gerade mein Setup um. Von daher ändert sich schon ein bisschen was. Aber ja, gut, ob das jetzt so in die Tiefe geht, weiß ich auch nicht. Wird man herausfinden. Und ja, was nehmen wir denn jetzt hier? Ich nehme jetzt mal als ersten Charakter den Dieb, denn den kenne ich und der gefällt mir und der heißt Hawk und das gefällt mir auch. So. Die Starttaste gefällt mir weniger, denn die funktioniert nicht. Ich versuche mal, ob ich so hinkomme. Na, was ja, denn? Ja, hurra. Start ist die blaue Pille, das kennen wir aus Matrix. Das funktioniert nicht. Okay, ich stehe auf der Taste. Ich drück mal V. Na, warum soll das auch helfen? Ich hab... Jetzt okay, ist Select direkt. Ist Start. Ja. Wähle einen Partner und drücke A. Ach so, du kannst jetzt direkt ein oder wie oder was? Ja, ich habe scheinbar die Starttaste gefunden. Das ist irgendwie falsch rum. Aber egal. Ah. Okay. Okay, dann nehmen wir doch einfach mal irgendwen. Wen möchtest du denn? Wer sieht dir denn so ansprechend aus? Ich sehe jetzt natürlich überhaupt nicht, welche Charaktere das sind. Ich auch nicht. Also war so ein Faustkampf-Typi und das war ein Krieger. Die zwei weiß ich noch. Die drei hier unten. Naja. Ja, ich will den da ganz rechts mit den knuffigen Ohren. Ganz rechts? Den hier? Ja. Ja. Das ist... Nee, das war nicht Start. So. Das ist die Lise. Lise, ach cool. Das ist eine... Oh ja, ich bin die Lise. Amazon aus dem Windkönigreich. Das passt doch voll zum Hering. Alles klar. Wunderbar. Was nehmen wir noch? Ein kleines Kind? Eine dickbusige... Was? Dick... Oh, ich guck mal gerade. Magierin. Das ist die Magierin natürlich. Das Angela. Angie. Drück ich. Oh, jetzt. Nee, das so übertreiben müssen wir es jetzt auch nicht. Angela, ja. Ja, was mache ich denn hier? Angel X. Heißt die jetzt wirklich Angel X? Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gedrückt habe. Ja, sie heißt Angel X. Alles klar. Wir haben eine Magierin im Team. So leicht geht das. Ehe man sich's versieht, eben noch kaum gekannt, jetzt schon ein lustiges Heldentrio gebildet. Boah, ich hasse so Drehteile. Ja, hab Motion Sickness, sowas geht nicht. Boah. Boah. Jetzt, wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Dunkelheit ist das Zuhause der Navare Diebesgilde. Ja, hab ich gelesen. Kann ich jetzt weitermachen? Ich geh jetzt rein. Schön, dass er das für sich selber sagt. Ich geh jetzt rein. Ich werde jetzt essen. Ich mach das Licht aus. Ich gehe jetzt kacken. So. Achso, ich darf noch gar nicht. Schleicht noch. Okay. Achso, Moment, das ist jetzt ein Einbruch, ja? Ah, okay. Jetzt darf ich. Ich schleiche mich. Ich schleiche, jetzt schleiche ich. Ja. Okay, er macht die Kisten zumindest geschickter auf als in einem anderen Secret of Mana Teil, wo erinnerst du dich an diese komische Schüttelsequenz, ja, genau, die Charaktere da immer gemacht haben? Das wäre jetzt ein bisschen unpassend gewesen an der Stelle, seien wir mal ehrlich. Das umgesetzt auf die Wii wäre bestimmt interessant. Mach die Kiste auf. Hey, Kinderspiel. Machst du den? Mein Geld. Du bist wach? Nun, wenn das so ist, lass dir etwas sagen. Jemals von der wie gewonnen... was? Jemals von gewonnen so zerronnen gehört. Mir scheint, du bist über Leichen gegangen, um an dieses Geld zu kommen. Bin ich das jetzt noch? Ja, ja, ne? Das oder? Bist du. Ja, ja. Okay. Mir scheint, du bist über Leichen gegangen, um an dieses Geld zu kommen. Jetzt, wo du weißt, wie sie sich fühlten, änderst du dich vielleicht. Das sagt mir ein Dieb. Es braucht einen, um einen zu erkennen. Ach, Mann, und nun arbeite ehrlich! Du Sau, du! Punkt. Er bohrt sich jetzt ein Loch. Ich bin voll zornig. Ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis auf meinem Bett. Super. Er winkt, cool. Den Fuchs, den gab's doch auch schon. Oder? Den gab's doch im Secret of Mana 1 auch.
Den Fuchs mit dem Sack. Du meinst den Wucherkater, oder? Kann das sein? Genau, der mit der, ja. Der mobile Händler. Die Navarre Diebesgilde, auch Wüstensturm genannt, lebt in einem abgelegenen Wüstenschloss. Das ist sehr abgelegen. Total. Aber hübsch. Gar nicht vermuten, dass da irgendwie eine Festung ist oder so. Die Türen könnten es vielleicht ein bisschen verraten. Alles verlief nach Plan. Ja, gute Arbeit. Oh, während du fort warst, habe ich wichtige Ankündigungen gemacht. Die Navarre-Liebesgilde gibt es von nun an nicht mehr. Wir sind jetzt das Navarre-Königreich. Das ging schnell. Unter Führung seiner Majestät, König Flamekarn. Flamekarn. Flamekarn, klingt cooler. Der Flamekarn. Könnte auch ein Attack auf Street Fighter sein oder so. Flamekarn. Aber okay. Aber wir können nicht mehr an diesem Ort bleiben. Die Oasen beginnen bereits auszutrocknen. Wir werden unser Königreich woanders errichten. In Rolante. Wir nehmen es ein. Was? Die wollen in die Rolade? Guck mal den Blick von der Prinzessin. Göttlich. Wir halten nun eine Besprechung. Warum ruhst du dich nicht für eine Weile aus? Das ist ein nettes Angebot. Das mache ich gerne. Ich will mich ausruhen. Ich ruhe mich jetzt aus. Punkt. Hawk, bist du schon zurück? Was ist passiert? Königreich Navarre? Was hat Lord Flamekarn vor? Er war immer stolz, ein Dieb zu sein. Was soll das plötzlich? Wahrscheinlich ist es besser so für uns alle. Wir können hier nicht mehr länger leben. Nicht seit die Brunnen angefangen haben auszutrocknen. Aber seine Majestät König Flamekarn? Was zum Henker? Er hasst Monarchie. Als ich es zum ersten Mal hörte, dachte ich, es sei ein Scherz. Sprich nicht so über meinen Vater, bitte! Es war ja so klar, dass das jetzt der Vater ist. Sag mir nicht, du bist wild darauf, eine Prinzessin zu sein. Oh, da hat's gleich mal geknallt, so kennen wir das. So, aua. Ja, dann... Frauen. Ich bin jetzt beleidigt, so. Da sagt man einmal seine Meinung, weißt du, und dann gleich... Das ist fassbar. Aber. Naja. Aber ich habe auch lange Haare, das ist auch so ein... ne? Ja. Das wird ja immer... Dann bin ich ja gleich ein Rebell, das geht ja nicht. Das ist Teppich. Ich habe eben gedacht, das wäre irgendwie so ein Loch oder sowas. So. Ich bin Super Nintendo Grafik nicht mehr gewohnt, merke ich gerade. Also oh, irgendwie. Das ist doch Charme. Ja. Was haben wir da? Ein Zimmer. Cool. Wo will ich überhaupt machen? Wird einem nicht gesagt, ne? Nö. Ich sollte mich ausruhen, aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust. Ey, das ist eine Tür, oder? Boah, bist du gut. Okay. Ich will da unten rein. Wie geht's springen? Secret. Aber, ja. Du bist ein Dieb, mein Gott. Warum gehst du da nicht runter und klaust die Sachen? Ich hab kein Seil und außerdem Arthritis und keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab auch. Ein Meister deines Fachs. Immerhin habe ich eine Kneipe gefunden. Das ist auch schon mal viel wert. So, gehen wir raus. Ich kenne den Anfang ja schon. Zumindest mit dem Dieb. Ja. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich weiß, was ich machen muss. Doch, ich hab's gefunden, auf Anhieb. Hawk, hast du auch von den Plänen der Invasion Rolantes gehört? Findest du nicht auch, dass sich Vater sehr merkwürdig verhält? Ja, nö. Doch, finde ich komisch. Ja, seit wir Kinder waren, sind wir wie Brüder, haben immer das Gleiche gedacht. Und gegessen. Dem Vater aus der Wüste mit Isabella zurückkam, war irgendwie alles anders. Zufall? Glaube ich nicht. Naja, ich werde das schon herausfinden. Boah. Das sind Schultern. Warum Na, wenn jemand schon Adler heißt, ne? Ich finde das auch so passend. Adler und Hawk, aber gut. Ja, ja stimmt. Aber warum muss man denn immer so ein Hämpfchen spielen als Anfang? Was soll denn das? Der ist dreimal so breit wie ich. Ja, das ist immer das Problem. Aber dafür kriegt er auch doppelt so viel und oft auf die Schnauze dann. Aber das, ja. Das liegt in der Natur der Sache irgendwie. Also, man kann es nicht erklären. Jedenfalls nicht mit logischen Gedankengängen, aber. Das muss man ja auch nicht. Psst, still! Ich gehe zur anderen Seite. Total unauffällig. Der Laufstil war aber cool. Ein Vampir? Du hattest die, ne? Isabella? War das nicht? Nee. Ja, keine Ahnung. Verstanden, muss den Lord informieren. Hey,
Hey, stopp!